Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mehr Kinderspielzeug. Heute werden wir gemeinsam diesen super coolen essbaren Schleim selber machen. Der ist wirklich total glibberig und wackelig und ziemlich eklig. Ich finde ihn allerdings super. Alles, was ihr dafür braucht und wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Für unseren selbstgemachten essbaren Schleim brauchen wir 200 ml Wasser, sogenannte Flohsamen. Davon brauchen wir 2 Esslöffel. Das sind im Prinzip ja so klein gemahlene Körner, die bekommt ihr im Drogeriemarkt. Außerdem braucht ihr einen Topf, einen Esslöffel und ich habe hier blaue Lebensmittelfarbe, um den essbaren Schleim dann einzufärben. Was ganz wichtig ist, ihr braucht zusätzlich einen Herd, also falls ihr das Ganze nachmachen möchtet, fragt auf jeden Fall eure Eltern um Erlaubnis. Die sollen euch auch dabei helfen, damit ihr nicht eigenständig kocht. Wir geben jetzt also 2 Esslöffel von diesem Flohsamen in unseren Topf. Die sehen ein bisschen aus wie so kleine Pusteblumen. Also einen Esslöffel, dann den zweiten, außerdem die 200 ml Wasser und etwas von unserer blauen Lebensmittelfarbe. Die ist wirklich ziemlich intensiv, davon braucht man gar nicht viel. Das Ganze verrühren wir jetzt erstmal gut und dann ab auf den Herd. Man merkt auf jeden Fall schon, wie unsere Flüssigkeit so ein bisschen andickt. Diese Flohsamenschalen, die quellen so richtig auf und dadurch entsteht dann auch unser Schleim. Ich finde die Farbe auf jeden Fall schon mal super cool. Das Ganze ist jetzt noch ein bisschen zu flüssig, aber wir sind ja auch noch nicht dabei, das Ganze aufzukochen. Also es dauert eine kleine Weile und sobald es dann kocht, erreicht es dann auch die gewünschte Konsistenz. So richtig schön schleimig. So allmählich wird das was. Also man sieht schon, dass es langsam hier richtig dampft und unsere Flohsamen mit dem Wasser und der Lebensmittelfarbe ja so richtig glibberig wird. Aber richtiger Schleim ist das noch nicht. Ups, ich hoffe, ihr könnt noch was erkennen mit dem ganzen Damm. Ziemlich ekelhaft. Guckt euch das mal an. Das sieht jetzt wirklich aus wie bei so einem Hexenkessel. Und ich glaube, so langsam ist unser Schleim fertig. Wir müssen das Ganze gleich mal schön abkühlen lassen, damit wir mit unserem essbaren Schleim dann auch spielen können und vor allen Dingen, damit wir ihn auch mal probieren können. Denn so heiß wie er jetzt ist, geht das noch nicht. Das ist jetzt also unser fertiger essbarer Schleim und ich finde, der sieht super cool aus. Der zieht sich so ein bisschen, ist sehr glibberig und leuchtet in so einem ja, eisblau-türkis, also schon fast wie so ein Elsass-Schleim. Färbt nicht ab. Ein bisschen, ja wirklich eher so Glibber-Slime ist das. Ich werde ihn mal probieren, denn Flohsamen sind essbar. Die sind so ähnlich wie Leinsamen oder so. Wirklich lecker ist das nicht. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich kein irgendwie Vanillearoma oder Erdbeeraroma oder irgendwie sowas reingemacht habe. Das könnt ihr gerne machen, wenn ihr diesen Schleim selbst nachmachen möchtet. Aber ansonsten finde ich ihn wirklich super cool. Wenn es euch gefallen hat, mein Video, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!